Individuell unterwegs, der Freizeitpodcast. Folge 9, Familienausflüge. Hallo liebe Podcast-Freunde, herzlich willkommen zur Folge 9. Ich bin jetzt gerade unterwegs nach Wolkersdorf im Weinviertel. Es ist Samstag, der 11. Mai 2013. Ich bin unterwegs zur ersten Etappe der Wander-Challenge von unserem Schlittenhundeverein. Aber schon am Donnerstag war ja Feiertag und da habe ich schon einen kleinen Ausflug gemacht auf die Hohe Wand, gemeinsam mit der Frau meines Bruders und mit meinem Neffen. Mein Bruder war leider krankheitsbedingt verhindert, er konnte leider nicht mitkommen. Ja, auf der Hohen Wand waren wir ziemlich lang unterwegs. Wir haben uns zwei Wege angeschaut. Das eine ist der sogenannte Felsenpfad. Das ist ein ca. 200 bis 300 Meter langer Weg durch eine Felswand. Ist eigentlich also gut ausgebaut mit schönen Gitterstufen und so weiter, also kann man wirklich schön und gesichert gehen und ist interessant, man kommt bei einer kleinen Höhle vorbei, wo man reingehen kann. Das Ganze hat man dann relativ schnell hinter sich, es geht einige Etagen sozusagen runter und dann natürlich wieder hoch und ist eine kleine Runde, die man da machen kann. Dann ging es weiter hinauf auf die kleine Kanzel zum Naturpark Stüberl bzw. dem großen Parkplatz, wo dann auch der Streichelzoo daneben ist und von dort geht dann auch der sogenannte Kinderpfad weg. Seine Runde dauert so circa, wenn man es normal geht, schätze ich mal, halbe Stunde bis Stunde, je nachdem welches Tempo man geht und wie oft man dazwischen mal stehen bleibt, um vielleicht mal irgendwo ein bisschen Pause zu machen oder irgendwas zu fotografieren und so weiter. Das sind circa 3 Kilometer Wegstrecke. Mit Kind dauert das Ganze natürlich entsprechend länger, also zumindest mit kleinen Kindern. Es ist aber sehr nett gemacht, weil es sind zwischendurch immer wieder punktangemalte Steine am Wegesrand als Wegmarkierung und es sind immer wieder zwischendurch Stationen aufgebaut, wo die Kinder balancieren können oder wo es irgendwelche Figuren zum Sehen gibt und so weiter. An einer Station hängt eine Hexe irgendwo im Baum oben auf dem Besen und so weiter. Also es ist wirklich sehr nett gemacht und ist natürlich für die Kinder, ist es natürlich auch ein super Erlebnis dort. Ja, wir haben dort eigentlich fast den ganzen Tag verbracht, also wir sind dann irgendwann so gegen 16 Uhr dann erst wieder von der Hohen Wand weggefahren. Die Hohe Wand selber, vielleicht noch kurz ein Wort, ist ein Berg am Rand der steirisch-niederösterreichischen Kalkalpen und ist von Wien aus sehr gut zu erreichen. Dementsprechend ist die Hohe Wand auch ein sehr beliebtes Ausflugsziel natürlich für die Wiener und die Leute aus dem Wiener Umland, weil man wirklich schnell dort ist. Und ja, die Hohe Wand selber ist eigentlich ein sehr interessanter Berg. Das hat schon fast was von einem Tafelberg. Also der Berg hat wirklich sehr, sehr steile Flanken rundherum. Oben ein relativ flaches Plateau. Es ist nicht wirklich eben, aber die Steigungen halten sich doch sehr in Grenzen. Also es ist nicht so, dass man irgendwelche steilen Alpinaufstiege dann noch hat oder so, sondern man kann das eigentlich alles wirklich super auch mit Kindern gehen. Und das Ganze macht natürlich die Hohe Wand noch einmal ein Stück beliebter, speziell eben bei Familien. Ja, am Donnerstag hatten wir super schönes Wetter und dementsprechend war dort natürlich auch viel los auf der Hohen Wand. Aber das Schöne ist, dort oben ist sehr viel Wald und in dem Wald verläuft sich das dann sehr schnell. Also das Gebiet der Hohen Wand ist doch recht weitläufig und selbst wenn dort wirklich viele Menschen oben sind und man am Parkplatz glaubt, um Gottes Willen, da treten sie uns jetzt dann gleich, verläuft sich das eigentlich sehr schnell wirklich über die Wege. Es gibt eben sehr, sehr viele unterschiedliche Wege, die man gehen kann, sehr viele unterschiedliche Routen in
allen möglichen Längen und Streckenführungen und Schwierigkeitsgraden und. Also das ist alles überhaupt kein Thema, kein Problem. Kann man alles machen. Und es ist wirklich, also mit Kindern wirklich sehr empfehlenswert. Es ist eine wunderschöne Gegend. Wenn man jetzt keine Kinder hat, sollte man sich vielleicht nicht unbedingt an einem Feiertag dorthin aufmachen, sondern vielleicht eher irgendwann an einem Wochenende im Herbst, an einem Samstag mal oder so, wo dann nicht mehr ganz so viel los ist. Auch da ist die Hohe Wand wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Ja, zu unserem Ausflug auf die Hohe Wand werde ich euch dann noch ein paar Fotos auch noch unten in die Shownotes stellen. Die gibt es natürlich wieder, sind glaube ich ein paar ganz gute Fotos wieder dabei rausgekommen. Und jetzt bin ich wie gesagt unterwegs nach Wolkersdorf im Weinviertel. Und da geht es jetzt eben auf die erste Etappe der heurigen Wanderchallenge. Das sind jetzt mal zum Eingewöhnen ca. 8,5 Kilometer durch den Hochleitenwald. Wir starten beim Parkplatz beim Waldheurigen, werden dann die Runde gehen und dann im Anschluss auch noch beim Waldheurigen dann einkehren. Das ist mal soweit der Plan. Das Wetter ist heute leider nicht wirklich berauschend. Es regnet schon die ganze Zeit, also schon in der Früh hat es geregnet und es regnet auch jetzt die ganze Zeit während der Autofahrt schon. Ja, mal schauen, wie es wird, aber Regenjacke ist dabei, also von dem her kann nicht viel schief gehen. Es gibt ja schließlich kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Ausrüstung. Ich werde mich jetzt mal auf den restlichen Weg machen, werde jetzt das letzte Stück noch fahren, bin jetzt gerade auf der A23 durch Wien unterwegs, auf der Tangente. Unter der Woche auch als der größte Parkplatz Wiens bezeichnet, weil es da sehr oft staut, aber heute geht es wirklich gut dahin, kann man nichts sagen, flüssig, aber gut, was will man an einem Samstag. Ja, ich fahre jetzt mal nach Wolkersdorf und werde mich jetzt dann mit meinen Freunden vom Schlittenhundeverein treffen, dann werden wir mal losstarten und dann werde ich mich irgendwo von der Strecke zwischendurch mal wieder melden. Da bin ich wieder. Ja, erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Ich bin mittlerweile schon auf dem Heimweg. Es ist mittlerweile auch schon nach 21 Uhr. Weil es hat sich ja die ganze Tour ein bisschen anders abgespielt, als ich das ursprünglich geplant hatte. Weil sich unsere liebe Natte weil sie leider nicht ganz rechtzeitig aufgetaucht ist. Jetzt habe ich auf die beiden noch gewartet, also auf sie und ihren Lebensgefährten, den Philipp. Und wir sind dann zu dritt die Runde marschiert und so haben wir dann irgendwie nicht wirklich Zeit und Gelegenheit gefunden, dass ich den Podcast noch aufnehme nebenbei. Ist aber auch nicht weiter tragisch, weil ich hole das jetzt einfach auf der Heimfahrt nach, ist ja kein Problem. Die Tour geht grundsätzlich durch den Hochleitenwald bei Wolkersdorf, ist circa 8,5 Kilometer lang, geht über ja, schöne Waldwege zum Großteil, es ist ein kurzes Stück Asphalt dabei, das ist ja wirklich nur ganz kurz. Ansonsten führt die Strecke schön angenehm über Feld- und Waldwege. Die Steigungen sind eigentlich so gut wie überhaupt nicht spürbar. Es sind nur ganz sanfte Anstiege und auch Gefälle, die da drinnen sind. Kann man also wirklich super gut gehen, ist ganz angenehm und eigentlich überhaupt nicht anstrengend. Zumindest für mich. Ich empfinde das zumindest so. Und ist auf jeden Fall eine Tour, die man auch
mit Kindern gehen kann. Das ist sicher überhaupt nicht das Problem. Das geht sicher auch ganz gut. Auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Das Wetter hat leider nicht mitgespielt, weil es hat eigentlich die ganze Zeit über geregnet. Und ja, die Jacke, die ich mit hatte, war jetzt auch nicht wirklich die beste. Leider Gottes, weil die war alles noch nicht wasserdicht. Und so bin ich dann doch ziemlich nass geworden. Damit ist also diese Entscheidung auch gefallen. Es wird eine neue Regenjacke fällig, definitiv. Und dieses Mal wird es wirklich eine reine Regenjacke werden. Also auch nichts Richtung in deiner Membran oder sowas, sondern wirklich nur eine reine Regenhaut, die dann wirklich die Aufgabe hat, quasi wie ein Plastiksackel dicht zu halten und kein Wasser durchzulassen. Ja, da werde ich mich jetzt in der nächsten Zeit mal schlau machen, was es da so gibt. Und ja, wenn wer einen Tipp für mich hat, natürlich nur immer her damit, kein Problem. Zur Strecke selber noch ganz kurz, es wird nur von der heutigen Strecke nur ein Foto geben, weil für mehr war einfach das Wetter nicht da. Das hat einfach nichts hergegeben zum Fotografieren. Und ja, wir sind dann natürlich nach der Runde noch ein bisschen zusammengesessen, haben noch ein bisschen gequatscht, gelacht, sind dann also beim Waldheurigen dort in Wolkersdorf direkt, der liegt direkt auf dieser Runde eben drauf, dort noch zusammengesessen und dann noch auf den obligatorischen Sprung bei unserem Vereinspräsidenten und seiner Frau vorbeigefahren und hatten dann dort noch bis eben, ja, circa 8:30, dreiviertel neun, sowas in der Gegend, noch zusammengesessen, noch ein bisschen geplaudert und geblödelt. Das gehört ja auch dazu irgendwo. Und ja, wie gesagt, jetzt bin ich schon wieder am Heimweg. Bin auch schon fast daheim, also werde jetzt noch ein paar Minuten brauchen und komme dann daheim an. Die Runde hat trotz den nicht ganz optimalen Wetterbedingungen und trotz der definitiv nicht mehr dichten Jacke trotzdem riesen Spaß gemacht. Das ist eine super schöne Runde, die wirklich für zwischendurch ganz gut geeignet ist. Die kann man wirklich schön machen. Auch wenn man jetzt kein geübter Wanderer ist, ist also auf jeden Fall eine Tour, die auch Ungeübteren zum Empfehlen ist. Es ist auch eine Tour mit sehr viel Waldanteil, auch mit sehr hohem Pfadanteil. Das ist wirklich sehr schön zum Gehen, ist erholsam, ist entspannend und man kommt einfach von den Alltagssorgen ein bisschen weg und das macht den Kopf einfach wieder frei für Neues und das ist gut so, so soll es ja auch sein. Ja, in diesem Sinne ist das heute zwar wieder mal eine etwas kürzere Ausgabe, weil es einfach auch jetzt nicht so die großen Highlights auf der Strecke gibt, wie das jetzt vielleicht auf anderen Touren der Fall ist, aber es ist eine insgesamt schöne Tour, die ich euch auf alle Fälle, wenn ihr in der Gegend seid, einmal ans Herz legen möchte. Wenn ihr einfach nur mal kurz eine kleine Runde drehen wollt, zum Entspannen, wie auch immer. Ich werde mich jetzt dann schon langsam verabschieden. Ich wünsche euch auf alle Fälle eine schöne Woche, ganz klar. Hoffentlich auch bald wieder besseres Wetter und bessere Temperaturen. Und wünsche euch auf alle Fälle viel Spaß bei euren Touren. Schaut, dass rauskommt. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris. We'll be right back.
Individuell unterwegs ist eine Produktion von Reisen, Wandern, Tauchen. Reisen-Wandern-Tauchen.at